Hallo und willkommen zurück zu Lenz Island. Ja, wir sind wieder da. Tralala. Was wollte ich gesagt haben? Ja, ich habe ein bisschen eine Aufnahmepause gehabt. Es tut mir leid. Ich weiß gar nichts mehr. Ich muss ein bisschen wieder aufnehmen im Voraus. Mir laufen nämlich sonst die Folgen weg und alles. Und tralala, ich weiß, Lenz Island kam jetzt ein paar Tage nicht. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie geschissen. Demnächst das wieder ein bisschen hinzubekommen. So, wir erden mal ein bisschen ab, während ich ein bisschen was erzähle. Also, aktuell läuft, ich hoffe es läuft noch, ich bin mir nicht sicher, wenn das rauskommt. Alan Wake, genau. Outlast bin ich gerade noch am Schneiden, das zweite Programm. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich weiß nicht, ob ich alles von Outlast hochladen werde, aber so, damit man so einen ungefähren Eindruck bekommt, was Outlast ist, das Neue. Also Outlast Trials. Da geht man ja quasi in diese Trials rein. Und, also in die Tests. Und macht da... Nein, ah, shit. Jetzt habe ich einen zu viel. Und absolviert da seine Tests. Und bekommt dann halt Erfahrung und so. Ist halt quasi so ein... Eigentlich so ein Co-op-Multiplayer. Man kann es auch alleine spielen. Und, ja, eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, ob ich, ob ich das, wie gesagt, viel mehr Folgen auf YouTube haue. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht viel zu sagen. Deswegen mal schauen. So, genau, Alan Wake läuft noch. Da muss ich demnächst mal gucken, dass ich im Stream wieder was aufnehme. Da bin ich aktuell, irgendwie hatte ich da keine große Lust. Und es kamen so viele andere Sachen wieder, wie das halt nun mal so ist, ne? Und, naja. Dann war jetzt der Beta-Test von Phantom Abyss auch. Und, naja, gut. Müssen wir mal schauen. So, pass auf. Ich wähle mal die 5. Mach mal die Gießkanne voll. Ich werde aber erstmal hier pflanzen. Und zwar plant all. Lalalala. Lalalala. Ah, okay. Nein. Plant all. So, dann machen wir hier mal wieder... Ja, Berry Seeds machen wir mal. Und die hier hin. Die mal auch wieder hier hin. Wenn wir schon dabei sind. So. Bisschen Geld machen. Geld. Geld regiert die Welt. Muss man alles gießen, ne? Fällt mir gerade auf. Wie viele Seeds haben wir denn noch? 27 available. Alter. Oha. Das wird ja spaßig. Dann gieße ich mal. Wie gieße ich denn nochmal? Oh Gott, ich hab's vergessen. Mit F? Nein. Mit der rechten Maustaste? Mit der linken? Nein. Oh Gott, wie gieße ich denn nochmal? Ich hab's vergessen. Mit der Rolle nicht. Mit Shift? Mist, ich hab vergessen, wie man gießt. Mit C? Mit V? Mit T? G? Nein. G ist Fotomodus. Nein. M ist Map. L? O? P? Ah, wie gieße ich nochmal? Wie gieße ich denn nochmal? Verdammt, ich hab vergessen, wie man gießt. Muss ich 5 gedrückt halten? Nee. Q? Ah, Q. Q war's. Hat, ich kann sogar abernten. Guck mal an. Was ein Zufall. Nee, wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich jetzt demnächst wieder ein paar Videos im Voraus aufnehme. Ich schaffe das manchmal zeitlich halt einfach nicht. Und, habt da bitte ein Nachsehen. So. Dann füllen wir nochmal auf. Aber das sage ich ja immer wieder. Wie gesagt, es kann auch mal sein, dass vielleicht mal was ausfällt oder so, weil ich bin da nebenbei noch am Arbeiten. Es ist ja kein Beruf, es ist ja ein Hobby, dass ich das hier mache. Ne? So. Gut, was wollte ich gesagt haben? Wir haben beim letzten Mal, was hat Flexi denn hier in der Vergangenheit denn alles gemacht? Ach, ich kann ihm sogar noch was hinzufügen. Guck mal an. Ja. Oh, dunkle Essenz. Kann man das eigentlich einlagern? Weiß ich gar nicht. So, was haben wir hier? Tool, genau. Neue Tools. Wir haben noch eine Pickaxe, die wir noch craften können. Ah ja! Wir waren ja dabei, Steel-Ingus herzustellen. Da brauchen wir Stein, wenn ich das richtig sehe. Genau. Sehr schön. Passiert da jetzt irgendwas? Müsst ihr eigentlich, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber es läuft. Ich schau mal.
Die Pickaxe wollen wir uns noch gebaut haben, ne? Genau. Craft. So. Das Schild können wir uns auch bauen. Ich bin jetzt nicht so der Freund vom Schild. Aber nichtsdestotrotz, so, kann man das irgendwann mal bauen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal besser gelevelt. Was wollte ich gesagt haben? Ich habe ein Entwicklervideo gesehen von den Machern von Lens Island. Also, es kommen wohl demnächst neue Updates. Und zwar, die Stadt wird verbessert. Also, da soll es wohl auch jede Menge Updates geben. Die Stadt soll ein bisschen überarbeitet werden, ein bisschen kleiner, kompakter das Ganze. Der Fischer, der oben am Steg ist, der kriegt auch noch jemand Neues dazu. Und ganz viele andere neue Sachen. Also ganz, ganz viele andere Sachen. So, wir müssen, wo müssen wir denn hin? Da drüben, da müssen wir hin. Okay. Aber wie gesagt, der Entwickler hat ganz viel in diesem Video erzählt. Könnt ihr euch selber auch angucken auf Steam, das Entwicklervideo. Auf der offiziellen Steam-Webseite von dem Spiel. Könnt ihr euch das Video mal geben, falls es euch interessiert. Oh, warte mal, was sehen meine Augen? So. Gut. Meine Taschen sind voll, ne, oder? 50 Glas. Nee, so voll sind die gar nicht, aber dunkle Materie. Kann ich dunkle Materie irgendwie lagern? Haben wir irgendwas zum Bauen? Wie war denn nochmal das Baumenü? Wir haben 2 Skill Points. Können wir irgendwas... ich hoffe, die bleiben auch und sind nicht weg. So, irgendwas zum Lagern für dunkle Materie. Können wir hier... Nee, da nicht, ne? Oder? Ich glaube, man hat ja, glaube ich, generell nur das Lager im Backpack, ne? 10 Brot haben wir auch noch auf Tash. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir reisen mal ein bisschen weiter. Wir müssen... Jetzt gucke ich mal eben auf der Mappe. Also... Links müssen wir lang. Ich glaube, die Karte... Ich glaube, die Karte ist verdammt groß. So. Ja, wie gesagt, ich kam, oder was heißt, ich kam nicht, ich habe irgendwie auch keine große Lust gehabt, irgendwie Alan Wake und auch Resident Evil zu spielen. Ich habe übrigens Resident Evil 4 angefangen im Stream, für die, die es interessiert. Und habe da auch schon ein bisschen Highlights zusammengeschnitten, weil ich glaube, ganz so als in Anführungsstrichen Let's Play werde ich es nicht machen. Also mit einzelnen Folgen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Lieber das ganze Spiel oder lieber einzelne Folgen. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich diese Survival-Games auf jeden Fall einzelne Folgen lasse. Aber dafür andere Spiele dann eher, die so ein bisschen größer sind, vielleicht kompakter mache. Vielleicht nur so ein Anspielen. Habe ich ja bei Atomic Heart auch gemacht. Weil das ist ja auch so unfassbar groß. Und ja. Weil man hat einfach zu wenig Zeit. Zu viel zu spielen, zu wenig Zeit. Und dann habe ich ja letztens im Stream halt Phantom Abyss gespielt, so ein bisschen. Ich bin jetzt aktuell wieder auf dem Vigor-Trip. Für die Leute, die Vigor nicht sagt. Das ist ein Online-Shooter. Loot-Shooter kann man quasi sagen. In der Third Person und in der First Person kann man das spielen. Also eher in der Third Person die Kamera, aber wenn man quasi schießen möchte, kann man auch in die Ego-Perspektive wechseln. Man muss quasi reingehen, ist ein bisschen wie Tarkov, man muss reingehen, man muss auch extracten, man muss so eine Lootkiste sammeln, man kann Häuser looten, man ist, glaube ich, mit knapp 12 Leuten auf einer Karte und ab irgendeiner gewissen Zeit treibt dich quasi eine radioaktive Wolke von der Karte runter. Bis dahin musst du quasi dann auch entkommen sein. Also eigentlich ganz geil. Es gibt es leider nur für die PlayStation 4, 5 und für die Xbox. Leider nicht für den PC. Aber es ist ein echt cooles Game. Macht eine Menge Spaß. Kann ich jedem sehr empfehlen, wer da mal Bock drauf hat oder so. So, da war ich auch mal überlegen, ob ich das mal wieder im Stream spiele. So, was haben wir hier denn? Was ist das denn? Ich guck mal. Ist das Stein einfach? Was ist das? Limestone. Geil. Und was ist das hier? Wo sind wir denn hier? Wir
wir müssen ein bisschen gucken, ne? Limestone nehme ich auf jeden Fall mit. Da können wir, glaube ich, Zement herstellen. Concrete. Oha, das sind ja andere. Wieso müssen es immer Spinnen sein? Hallo? Sehen die mich? Anscheinend nicht. Okay, die vertragen ein bisschen mehr. Hallo? Hallo, kommst du mal? Hallo? Okay, drei Schläge. Ich glaube, deswegen brauchen wir auch das große Schwert. Okay. Vielleicht, wenn man richtig trifft, auch nur zwei. Wo sind wir denn jetzt hier? Mal eben auf der Karte gucken. Okay, da. Okay. Da wir ja fremd auf der Insel sind, müssen wir vorsichtig vorgehen. Noch mehr Materials. Sehr schön. Ich finde es immer noch ein richtig geiles Game. Macht auch eine Menge Spaß. Was ist er denn für einer da oben? Wo ist der hin? Ach da. Gar nicht gesehen. Er hat sich so gut getarnt mit einem Stein. Oh, die Krabben. Oh, wie süß. Na. Ich meine, süß. Oh, der hat mich gesehen. Ich roll mich mal weg, warte. Okay. Oh, wie niedlich die Krabben. Süß. Süß, die Krabben. Süße Krabben. Hallo. Ach, guck mal, wie sie verschwinden, wenn ich hier rüberlaufe. Ja, witzig. So, das scheint eine kleine Vorinsel zu sein, ne? Ich drücke mal Tab. Ja, da ist eine Brücke. Ist also verbunden. Ich grase hier trotzdem mal eben den Strand ab wegen, Glas, aber anscheinend ist hier nichts. Mist, dass jetzt wieder dunkel ist. Mann, wir hätten... Ah, wie ärgerlich. Kann ich mir ein Bett bauen? Ich würde mal eben schlafen. Einfach, weil wir es können. Ich hoffe, es geht. Bed must be... Ach so. Ah, verdammt. Warte. Nein, wie war das nochmal? Mann, verdammt, wie kann ich das nochmal aufnehmen? Man konnte es doch irgendwie aufnehmen. Wie war denn der Baumodus nochmal? Ah, halt, stopp. Nein, ich würde es gerne... Hallo, ich würde es gerne bearbeiten. Kann ich... Rechte Maus button? Ernsthaft? Mit F. Nein. Linke Mausbutton bauen. Rechte Mausbutton. Hä? Recycle them. So, Bett bauen. Würde ich gerne drunter bauen, wenn es geht. Ja, geht sogar. Warte. Ging gerade. Moment, halt, stopp. Da. So, müsste jetzt unterm Dach sein. Kann ich jetzt schlafen? Ja. Sleepbed. Nein, jetzt habe ich Setbed gemacht. Verdammt. Mist. Dann brauchen wir die Fackel nämlich nicht mehr. Würde ich trotzdem mal abreißen? Genau. So. Das können wir eigentlich auch recyceln, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Jo. Ach, wie krass. Ne. Das heißt, wir können die Ressourcen ja alle mitnehmen. Das ist ja geil. Ich reiß die ganze Insel ab. Gar kein Problem. Das hätten wir vorher schon machen sollen. Wie viel Holz wir einfach wieder gekriegt haben und alles. Ah. Gut zu wissen. Sollten wir vielleicht mal im Kopf behalten. Die ganzen Sachen recyceln. So. Da ist noch ein Kandidat. Hallo. Der kommt. Okay, ich esse mal eben. So. Okay, ich muss vorsichtig vorgehen. Hier ist wieder Limestone, das würde ich auch noch mitnehmen.
schätze, vielleicht deswegen haben wir auch die neuen Waffen und so bekommen, weil es halt hier ein bisschen schwieriger wird. Die scheint auch ein bisschen größer zu sein, die Insel. Kann bitte nur einer kommen? Danke. Was ist das hier? Ah. Hä? Ach so. Das können wir nicht zerstören, oder was? Ach krass. Das können wir nicht zerstören. Okay. Was heißt unendlich Farming hier, oder was? Ah, nein. Aber hier würde ich gerne Kohle mitnehmen. Kleiner Schlingel. Kommt er mir hinterher? Nein. Gut. So. Oh, hier sind Palmen. Hier will ich wohnen. So. Ich bin echt mal gespannt, was da noch so kommt bei dem Spiel. Das macht echt eine Menge Spaß. Mir fehlt zwischendurch noch so ein bisschen mehr Musik. Was ist das denn? What the fuck? What the fuck ist das denn? WTF? Was zur Hölle? Roll. Den kann ich nicht treffen. Alter, wie viel hält der aus? Uff. Büchse roll. Die Büchse roll, die roll, die roll, die roll, die roll. Okay, das wird spaßig. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja diesen Bossgegner, ne? Kann ich mich noch entsinnen? Als wäre es gestern gewesen. Ich frage mich, ob hier noch was Extremeres gibt als wie. Als wie den. Wie hieß der noch? Moljus? Oder nee, wie hieß der nochmal? Moloch? Keine Ahnung. So. Alles klar. Oh, ein Spawn. Nicht gut. So, müssen wir uns mal drum kümmern, um die Kollegen hier. Hallo? Ist hier noch was gewesen? Nur mal schauen. Vielleicht Glas oder so. Aha. Hab's doch gewusst. Aber eigentlich voll schön, die Insel, muss ich sagen. So mit den Palmen und alles. Oh, was ist das denn hier? Warte mal. Was haben wir denn da bekommen für Seeds? Das war, glaube ich, hier, ne? Mango. Oh, geil. Und Mango-Seeds. Ich frage mich, ob wir hier... Oh, da liegt noch was. Eine Mango. Ich frage mich, ob wir hier dasselbe Holz kriegen. Ja. Sieht zwar nur weiß aus, aber ist dasselbe. Wo geht's denn hier hin? Was zum Teufel ist das denn? Okay, die Insel ist auf jeden Fall größer. Da unten ist das Tor. Alles klar. Erstmal hier lang. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, glaube ich, wo man erkunden kann. Wo sind wir denn hier? Aha. La 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 la. So. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir mittlerweile sind, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein wenig... Ich bin gerade ein wenig nicht im Modus. Also ich habe das nicht... Oh, Mangobäume. Ich habe das nicht im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das noch spielen werden. Also ich denke mal, das wird noch ein bisschen gehen. Weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht. Ist ein bisschen Diablo, ne? Also vom Stil her, so von oben drauf, isometrisch, so kämpfen. Ne? Nur halt Survival.